mit der Nummer 11, Rosalie Lederer. Mit der Nummer 13, Luna Pipitone. Ja, hey, warum die einfach immer in die schwierigen Schlupfer gehen? Hä? Ja, warte. Aber Nina ist seit Wochen in der. Und hier einer! Oh, komm, komm, komm! Ja, zieh! Nina, ja klar, die zieht's, ja nur so geht's. Ja! Souverän, sehe ich gleich schon. Ja, ich denke, man kann mit dem Spielverlauf heute sehr zufrieden sein. Gegen starke Gegner wie Heidenheim, die wohl zu Hause noch kein Spiel verloren haben, denke ich, haben wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Und wir haben gemerkt, die ersten paar Minuten, dass die Mädchen einfach den Druck, noch diesen einen Punkt machen zu müssen, um heute Meister zu werden in der Oberliga. Hat mich nicht angespielt, auch mit dem Tor dann ist der ganze Druck gefallen von ihnen. Und sie haben ein Spiel wie in den letzten Wochen abgeliefert, sehr ordentlich, sehr. Da hatte man Glück natürlich, oder können auch von der Torhüterin zwei sehr gute Aktionen, wo der natürlich Heidenheim das ein oder andere Tor noch hätte mehr machen können. Aber ich denke, man im Strich war ein verdienter Sieg. Wir sind eine ganze Woche gut vorbereitet für das Spiel, haben wir uns richtig vorbereitet, die waren heute sehr gut. Dann haben wir gesehen, 20 Minuten haben wir gut gespielt, dann haben wir wieder ein bisschen hinten geschlafen, haben wir unglücklich zwei Tore bekommen und dann haben wir, wie man gesehen hat, ein bisschen nachgelassen und die haben gut verdient, 4-1 dann gewonnen.